Ronja und Izzy und ich finden heute heraus, welche Farbe unsere Aura hat. Welche Was Farbe hat deine Aura? Was denkst du? Deine Farbe, deine Aura, ich würde sagen grau. Grau? Ah, ne. Also ich habe früher mal, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, oder du, dieses Pokémon Mystery Dungeon, wo du am Anfang auf den Nintendo so deinen Finger legen konntest und dann hat der deine Aura gemessen und dann hast du auch eine Farbe gekriegt. Nicht hast wahr. Hast du das gespielt? Nein, habe ich nicht. Welche Farbe hast du? Das fand ich fantastisch als Kind. Ich habe das geliebt. Welches warst du? Ich war meistens Shiggy und manchmal Bisasam. Je nachdem, du hast ja noch so ein paar Fragen beantwortet. Aber ja, das war immer cool. Gut, wir gucken heute, welche Farbe unsere Aura hat. Der Test ist wie immer in der Infobox ganz oben verlinkt. Dann könnt ihr mitspielen und mitraten. Ja, eure Aura-Farbe in die Kommentare. Das interessiert mich, wer am meisten hat, ja. Wer am meisten Aura hat? Ja, wie viel? Das ist ein Wettkampf, okay? Ich habe mehr Aura als du, Izzy. Nur damit du es weißt. Howdy, ich bin dein neuer Mitbewohner. Hi, ich bin Sophie. Das sind meine Freunde Abby Hi. Und... wer bist du? Oh, ich bin Sommer. Sommer? Ich mag lieber den Winter. Mal sehen. Wer mag denn den Winter lieber? Was tust du denn? Ist so, der Sommer ist so viel besser. Ja. Wie was ist deine Leute, Lieblings- die den Winter lieber mögen, sind mir suspekt. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer, 100% Sommer. Ich meine, du kannst mit Freunden raus, es wird abends auch noch so richtig angenehm warm, sodass du im T-Shirt abends rumlaufen kannst. Ja. Du kannst, keine Ahnung, Volleyball spielen draußen oder ins Schwimmbad gehen oder grillen oder keine Ahnung. Es ist so viel besser. Und im Winter ist es einfach immer nur kalt. Ich finde so eine Woche Urlaub in irgendeinem kalten Gebiet reicht schon aus. So mit Schnee, ja. ist genau, nice. Genau, aber mit Schnee. Aber einfach dieses, es ist kalt, es ist matschig und es regnet. In diese Wohnung. Lass mich deine Aura auschecken. Wusstest du, dass man dank der Farbe deiner Aura mehr über dich rausfinden kann? Das wusste Welche ich nicht. Farbe hat deine Aura? Papier. Hier kommt die erste Frage. Ich kann auf dem Alpenstück Klopapier schreiben. Wie sieht deine Hand aus? A. Ich habe kurze Finger, runde Fingerkuppen und lange Nägel. B. Nee. Ich habe lange Hände mit langen Fingern und langen Fingernägeln. Nope. C. Ich habe lange Finger mit nicht stark definierten Knöcheln. D. Ich habe dicke Handflächen und Finger. E. Oh ja. Die Abstände zwischen meinen Fingern sind groß. Meine Handflächen sind riesig. Deine Handflächen sind riesig? Zeig mal. Meine Handflächen sind straight up richtig riesig. Also im Vergleich zu meinen Fingern. Auch im Vergleich zu meinem Gesicht ist meine Hand voll groß. Aber vor allem die Handfläche. Meine Finger sind normal, aber meine Handflächen sind gigantisch. Was machst du wieder? Wieso schaust du mich so an? Ich sehe in deiner Aura, dass du aus einer Großstadt kommst. Lass mal sehen. Du kommst aus New York. Nein, nicht ganz. Ich komme aus einer Farm in Idaho. Woher kommst du? Knapp daneben. Erzähl ich dir später. Ja. Gib mir deine Handflächen. Gleicher Kontinent. Ja. Okay. Was die Handlinien. Du? Was? Das ist unmöglich. Hat sie gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn du in der Natur verbringen sollst, wo würdest du am liebsten hin? Ah, okay. A. Zum Amazonas. Ein gefährliches Abenteuer wäre das. B. In die Sahara, wo es heißer als im Ofen ist. C. Alaska. Genau, das ist richtig für dich. Hier macht die Kälte nix. D. Das große Barriereriff, wo das Wasser kristallklar ist. Oh. E. Tibet. Wo ich weiß, was ich so nehme. Ich nehme D. Mönch. Was möchtest du? Was? Du nimmst D? Darf ich nehmen A? A? Bist du so ein, keine Ahnung, gefahrenliebender also, Abenteurer, ich einen Mückenschutz dabei habe, kann ich da hingehen, ja? Okay. Ich bin mir nicht sicher. Lass mich was anderes ausprobieren. Oha. Was ist das? Jetzt? Eine Kristallkugel. Ich gucke tief in deine Psyche. Was siehst du? Ich sehe etwas. Ah, da ist es. Sag schon. Er sagt mir, Sie dass scheint du sowas wie ein Profi zu sein, oder? Nein, nicht wirklich. Schlaf? Nicht mehr als andere. BTS? Was ist BTS? Sorry, Abby. Aber ihr scheint nicht viel gemeinsam zu haben. Lass zur nächsten Frage springen. Welcher der Aussagen stimmst du zu? A. Ich bin sehr eigenständig und habe eine Machtposition in meinem Leben erreicht. B. Ich lebe, um andere Menschen zu machen. Würde ich jetzt nicht reden. C. Wenn ich anderen helfen kann, kann ich alles tun. D. Ich habe etwas, was ich der ganzen Welt mitteilen will. E. Ich bin spirituell und fürsorglich. Materielles ist mir nicht so wichtig. Okay, warte, was war B nochmal? Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, ich nehme B. Sorry, ich habe drüber geredet. Das sieht am besten aus. Ja, B sieht ich nämlich auch für mich auch am besten Ja, wir nehmen B, okay. Wir nehmen B. Alles klar. Packe meine Sachen aus. Magst du Wanderungen? Packst aus?
Hey, ich hab dir nicht erlaubt, hier einzuziehen. Geh wieder zurück in deine Bettwäsche. Eiskalt. Aber ich hab dir was mitgebracht. Bohnen, die wir pflanzen können. Das beste Willkommensgeschenk, offensichtlich. Gib mal, ich zeig dir die Zukunft. Abby, warte. Was? Was davon beschreibt deine Persönlichkeit am besten? Zeigt sie ihr die Zukunft A, mit Bohnen? Energisch und eindringlich. B, gesund und freundlich. C, sozial und kontaktfreudig. D, fürsorglich und hilfreich. E, sensibel und sympathisch. Ich würde sagen C bei mir. Schreibe was deine Antwort du? Auf. Darf ich denn wieder B? Nochmal B? Okay. Ja, sie sagt die Zukunft mit Bohnen voraus. Alles klar. Ja, ja, klar, mache ich auch immer. Ach so. Bin fast fertig. Nein, dafür sind Bohnen nicht da. Wir pflanzen sie, damit sie wachsen können. Wachsen? Die werden noch größer? Ich will eine große Bohne essen. Die Bohne selber wird vielleicht nicht größer. Wenn es ums Lernen geht, dann A. Arbeite ich hart und bin ein Teamplayer. B. Mag ich es, mit den Händen zu arbeiten. C. Strebe ich danach, alles perfekt zu machen. D. Fühle ich mich schuldig, wenn ich Nein sage. E. Bin ich oft in Anführerpositionen. Wenn es ums Lernen geht. Hä, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Wie ist man denn beim Lernen? Ich glaube, die Arbeit meint ihr auch, oder? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich mein, ja, Arbeit vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich bin auch nicht wirklich ein Teamplayer, muss ich sagen. Ich arbeite besser für mich. Ja, ich glaube C am ehesten bei mir auch. Okay. Ich wünsche, du könntest zumindest backen. Ja, tatsächlich, ich kann backen. Wirklich? Ich liebe es zu essen. Bitte back mir was. Okay, ich dachte, okay, ja, jetzt haben sie die Gemeinsamkeit. Sie backen gerne. Nee. A. Ich werde schnell sauer. B. Ich mag keine Regeln. C. Ich kommuniziere ohne Probleme. D. Ich helfe gern anderen. E. Ich lerne gern Neues. Ich weiß nicht, ob C oder E bei mir. Was nimmst du? Ich nehme E. Wieso kannst du dich nicht entscheiden? Ich weiß nicht. Es ist beides irgendwie so halb. Wahrscheinlich auch E, aber ich überlege gerade, weil wenn C, dann hätte ich drei Cs und dann muss ich mich nicht zwischen C und D entscheiden. Go for it, Ronja. C? Yeah. Let's go. Komm schon. Schreibe deine Antwort auf. Fast fertig. Ja, das wird lecker schmecken. Ich hoffe, das überzeugt Abby. Summer stellt jetzt den Ofen ein. Mal sehen. Welche Farbe hat deine Aura? Finden wir es raus. Zähle deine Antworten und such deinen Typ. Okay, du hast A, B, C und E. Du hast zweimal B, zweimal C. Ich habe auch oft C, aber auch D oft. Wir schauen uns B bis D an. Okay. Typ B. Jetzt. Gelb. Yes. Das bist du. Wenn du lachst, dann gewinnst du. Du bist sehr umgänglich, hast gute Laune und bringst überall, wo du hingehst, viel Freude. Du bist auch selbstbewusst, optimistisch und freundlich. Du hast die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Bin ich freundlich? Du bist kreativ und fürsorglich. Aber kannst manchmal zum obsessiven Perfektionismus werden. Aber du bist ja B. Oh mein Gott, was ist das? Bei hohen Standards wirst du bei mir klingelt irgendwas. Warte, ganz kurz. Du bist andere zu inspirieren und Großes zu erreichen. Du bist kreativ und fürsorglich. Aber kannst manchmal zum obsessiven Perfektionisten werden. Es stimmt richtig. Es stimmt sogar. Warte mal, was soll das heißen? Es stimmt sogar. Nix. Also ich habe noch nie mit dir was vorbereitet für ein Minecraft-Projekt und musste dann nochmal Sachen fünfmal neu machen. Das ist noch nie passiert. Davon rede ich ja die ganze Zeit. Ich bin überhaupt nicht obsessiv. Ja, nee, hast recht. Sorry. Grün. Du bist eine offenherzige bist du Person, auch halb. Das die da bin ich ist, auch. Um zu geben. Du bist sehr gütig und sehr beschützerisch. All deine Freunde, deine Familie und dein Partner können erwarten, dass du sehr liebevoll, aber auch besitzergreifend sein kannst. Besitzergreifend manchmal bin ist dein wirklich, Drang zu helfen etwas zu überheblich. Ein bisschen. Aber das ist nie so. Warte mal, dein Drang zu helfen ist zu überheblich. Mein Drang zu helfen ist zu überheblich? Meinst du übertrieben? Ich glaube, du meinst wahrscheinlich, übertrieben. Wahrscheinlich. Sei nicht immer so überheblich. Das ist nicht so gemeint. Du bist eine sehr ausgeglichene Person. Ja, das ist ja nicht so gemeint. Ich bin ja nur. Typ D. Richtig. Ich tue nur so, als wäre ich überheblich quasi. Also es ist mehr so ein... Aber nur, weil du anderen so gerne helfen willst. Genau, weil ich helfen will. Deswegen ja. Auf eine überhebliche Weise tue ich so, als würde ich helfen. Aber eigentlich will ich es gar nicht. Also ich bin gelb, du bist grün. Was seid ihr? Genau, was seid ihr? Ich bin sehr grün, scheinbar. So, kurze Werbepause. Und zwar, wenn ihr es noch nicht kennt, ich habe es schon ein paar Mal beworben. Aber falls ihr Leitungswasser trinkt und ihr mögt kein Leitungswasser und ihr wollt auch nicht die ganze Zeit
Softdrinks kaufen gehen. Deswegen, falls ihr das nicht wollt, kann ich euch das Getränkepulver von Nerd Gaming empfehlen. Das ist einfach so eine Dose an Pulver. Macht davon so ein kleines Löffelchen in euer Getränk. Die gibt es in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen. In Aprikose, saurer Apfel, Kirsche und Pfirsich. Wie gesagt, wenn ihr an sowas Interesse habt, dann schaut einfach mal auf dem Link in der Beschreibung vorbei. Da ist der Shop verlinkt. Ansonsten mit dem Code RONJA kriegt ihr 10% auf eure Bestellung. Und weiter geht's mit dem Video. Wie gesagt, schreibt gerne eure Aurafarbe in die Kommentare. Also wie gesagt, schreibt bitte eure Aurafarbe in die Kommentare. Lasst ein Like auf dem Video da. Schaut unbedingt bei Easy vorbei. Und wenn ihr das Video sehen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Da könnt ihr selber den Test machen. Das war's und ciao. Vielen Dank, weil ich meine eigene Abmahnung nicht hinkriege.